Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein altes Schloss. Von dieser Seite sieht das also so aus. Hier ist so ein Schieber drin. Das heißt also, wenn man die Tür aufgeschlossen hat, das soll jetzt hier nicht richtig funktionieren. Da soll also irgendeine Feder drin kaputt sein. Dann gucken wir mal, dann kann man hiermit die Tür praktisch aufschließen, und wenn man sie jetzt zumacht, rastet sie automatisch ein. Das heißt also so, die Falle schnappt ein. Ja, ich mache das Schloss jetzt mal eben auf. Wichtig immer ist, Schrauben in eine kleine Dose oder Schale packen. Da findet man die immer wieder und können nie verloren gehen. So sieht das Ganze von innen aus. Das ist also ein Kastenaufschraubschloss, und ja, da ist jetzt hier so eine Feder kaputt. Die muss da jetzt erstmal raus. So, da habe ich sie schon. Weiß nicht, versuche das mal ranzuzoomen. Weiß jetzt noch nicht, wie gut das funktioniert. Ich nehme das mal weg, damit das nicht unscharf wird. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. So, die Feder ist draußen. Jetzt muss da eben halt eine neue rein. Ja, da habe ich so einen Federstahl zu. Diesen hier. Und der wird da jetzt reingesetzt. Ich zeige das mal hier, wie ich das mache. Eigentlich mache ich das auf dem Amboss. Und dann wird die da so reingeschlagen. Nehme ich einmal hier so ein Dorn, ist das ein breiter, und der wird hier einmal drauf gesetzt und das Ganze noch mal so vernietet. Das mache ich jetzt mal eben gleich fertig auf dem Amboss, und dann wird das wieder eingebaut. Das habe ich jetzt eben gemacht. Dann kann man die Schaltungsfeder da drauf setzen, nämlich ungefähr so die Länge wie bei den anderen. Kneif die einmal ab. So, jetzt zoome ich mal wieder zurück. Andere Seite. Und dann setze ich das Ganze ein. Machen wir mal eben den Deckel drauf. Können auch schön die Schraube reinsetzen. Also das werde ich gleich noch alles nochmal wieder aufmachen, wird das Ganze reinigen und sauber machen und ölen. Ich mache das jetzt nochmal eben, damit ich demonstrieren kann, dass das dementsprechend funktioniert. So, und schon schließt das Ganze wieder einwandfrei. So, gleich muss ich noch einen Schlüssel anfertigen. Oh, der sieht ja ganz schön schlimm aus hier, sehe ich gerade. Einen Schlüssel anfertigen. Muss ich mal gleich gucken, ob ich da was Passendes habe. Ja, da kann ich vielleicht auch gleich nochmal ein Video drüber machen. Auf alle Fälle ist das so, das Schloss ist wieder funktionsfähig, Zuhaltungsfeder ist wieder drin und der Kunde kann da wieder mitschließen. Das war's von meiner Seite aus, und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.